here's your chance. Dominate off-road racing on his way to the top. And I said, kiss your baby goodbye. Oh, it's all right. Never know if they wanna break you apart. Yes. Kiss your baby goodbye. Oh, now it's all right. Our champion swerves around it brilliantly. Now that's the skill that wins, no matter what the engine, no matter what the track. He's this season's undisputed motorsports champion, coming out of nowhere to rise to the top. Servus Leute, ich habe mich gerade kurzfristig dazu entschieden, die Beta einfach mal von der Crew 2 aufzunehmen, weil ich spiele jetzt am PC. Später werde ich das Spiel auf der Xbox allerdings haben, da werde ich dann wahrscheinlich nur livestreamen können, aber ich dachte mir jetzt, warum hier nicht mal aufnehmen. Ich werde wahrscheinlich die ganze Beta aufnehmen, vielleicht jetzt ein Video oder so, dass die, die es halt nicht spielen, warum auch immer, mal einen kurzen Look hier rein haben. Ich finde den. Und dann fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Okay, Jungs, na los, beeilt euch, es geht bald weiter. Ah, Hiroyuki Kata. Hi, nenn mich Hiro. Schön, dich zu treffen. Ich dachte schon, du und dein Fahrer, ihr würdet es nicht schaffen. Ich bin von Live, der Firma, die dieses Rennen sponsert, und ich leite das Event. Komm mit mir. Nun, vielen Dank. Ich bin total begeistert. Danke für diese Chance. Keine Ursache. Wir suchen immer nach neuen Talenten und ihr passt da gut ins Schema. Ihr wisst das sicher schon, aber macht es richtig in diesem Rennen und euch öffnen sich viele Türen. Kapiert. Wir enttäuschen dich nicht. Mich enttäuschen? Darum geht es hier gar nicht. Das ist eure Chance, Leute zu beeindrucken. Die Events meiner Firma sind die Eintrittskarte zu jeder Rennfamilie da draußen. Ihr wollt doch fahren, oder? Oh ja, das bedeutet uns wirklich viel. Wir haben unsere Rennen gestreamt, aber zwecklos. Ich glaube, niemand wartet auf Nobodies. Glaub mir, zeigt der Welt hier, was ihr drauf habt. Und ihr bekommt Follower, ruckzuck. Wuppt das Rennen und eure Möglichkeiten und Followerzahlen explodieren. Wir tun unser Bestes. Hiro, mein Freund, es geht nicht um euch. Ich will legendäres Draufgängertum. Egal, ich muss los. Irgendein Rennen wartet auf mich. Dann viel Glück. Okay, vielen Dank. Es kann losgehen, Kumpel. Hals- und Beinbruch. Brich dir von mir aus alles, was du hast. Nur fahr so gut wie immer und wir spielen bald in der großen Liga. Yeah. Willkommen in der Stadt, die niemals schläft. In diesem Event wird New York von Rennfahrern übernommen, wie ihr es noch nie gesehen habt. Das ist keine Stadt, das ist ein Spielplatz für die besten Piloten und Fahrer von heute und morgen.
go. Ich habe davon überhaupt nichts von dem Spiel gespielt. Ich muss mal kurz die Musik leiser machen. Sorry, aber... Mach doch. Wir sind heute hier für die erste Episode der diesjährigen Live Extreme Series. In dieser Saison treten talentierte Newcomer gegen bekannte Stars an und erhalten ihre Chance, all die Rennteams da draußen zu beeindrucken. Und glaubt mir, sie sehen alle zu. Und genauso wichtig ist es für sie, Spannung zu erzeugen, denn nur so halten sie die Fans bei Laune. Und darum geht es ja. Werde Rennfahrer, setz dich in Szene und sieh, wie deine Followerzahlen explodieren. Schaut echt gut aus, ja. Ah, jetzt ist mal gut, okay. Das ist auch gut, ja. Komm, gib mir... Oh, Kackarsch, Alter. Mit der Nissan oder Camaro schon, oder? Apropos in die Luft gehen, seht euch diesen Sprung an, da habt ihr es. Die Zahlen gehen durch die Decke. Alles klar. Ah, wackelt sich fix nochmal. Ah, nein, nein, ah, scheiß die Wand. Ey, das tut mir echt leid. Was mache ich denn hier jetzt mal ganz ehrlich? Ich erstmal ein bisschen dann würde ich für die Steuerung gar nicht so schlecht wie beim ersten Video. Ich hatte auch einen Closed Beta Key. Und jetzt oder wird es bei Live Extreme! Ach du Scheiße. Geht mein Internet nicht. Und deswegen konnte ich es da nicht spielen und dann später von mir gesagt, die Steuerung ist nicht so geil, aber ich fand es gerade voll in Ordnung. Ah ja, ja, jetzt kommt das Motor. Ich hatte sogar auch damals... Was wollte ich machen? So, das war gut. Ich hatte damals sogar auch hier Closed Alpha Key. Nur das habe ich verpennt, da habe ich die E-Mail zu spät gelesen. Da hätte ich auch nicht aufnehmen dürfen. Nichts, da hatte ich auch Closed Alpha zu. Follower gewinnt man natürlich, indem man siegt, aber das ist nicht der einzige Weg. Mach einen spektakulären Stunt wie diesen und die Fans kommen in Scharen. Seht euch an! Das war... Hätte ich euch auch gar nicht zeigen dürfen, hätte ich keine Bilder, keine Videos. Da stand extra der E-Mail drin, die habe ich dann nämlich danach gelesen, wo es auch schon vorbei war, die Closed Alpha Phase. Ja, da hätten wir einmal so Premium-Zugang und so gehabt. Dann... Naja, ich muss sagen, grafisch schaut es echt so gut aus. Ich habe echt Angst, dass auf meiner Xbox nicht so gut ausschaut, weil ich habe die normale One. Zwei Drittel der Strecke liegen hinter uns und ich glaube, wir sehen hier gerade den neuen Star am Rennhimmel. Ich weiß, ja, ich habe Angst, dass wenn es auf der Xbox kacke ausschaut, dass ich dann nochmal, ich weiß gar nicht, 70, 80 Euro, ich weiß nicht, wie ich den Kost dort ausgeben werde, um es auf PC zu holen. Ich spiel's halt auf der Xbox. Für das große Finale legen wir noch einen drauf. Wenn ich nicht so gute PCs hab. Deswegen erstmal für Xbox holen. Wer sich wundert, ich spiele mit Controller, also nicht mit Maus und Tastatur. Ich hoffe auch, dass ihr mich überhaupt hört, weil ich glaube, das Spiel ist ziemlich laut. So ist das heutzutage. Nur ein guter Fahrer zu sein reicht nicht mehr. Man muss nicht nur auf, sondern auch jenseits der Strecke glänzen. Und natürlich in den sozialen Medien Präsenz zeigen. Es ist eine einfache Rechnung. Je mehr Follower man hat, desto mehr kommen hinzu. Unterschreibe beim ersten Rennteam und das zweite wirft ein Auge auf dich. Schare Fans um dich und die Verträge flattern herein. Anders gesagt, einem Fahrer, der genug Follower anzieht, eröffnen sich neue Rennwelten. Wir nennen sie Disziplinen. Ihr werdet sie großartig nennen. Und ist großartig nicht das, was wir alle wollen? Ja. Ja, also wie gesagt, Flugzeuge finde ich echt ein bisschen komisch. Wo ist denn nichts? Ja. Aus dem Herzen von New York City war dies die Live Extreme Series Episode 1. Danke fürs Zusehen und folgt uns in den sozialen Medien.
Cool, es ist jetzt offiziell. Wir haben groß abgeräumt. Wir müssen uns immer noch beweisen. Aber das ist okay. Du weißt, wir haben es drauf. Und wir haben die Wahl. Boote, Flieger, eine Menge Autos. Das ist wie das größte Buffet der Welt. Und wir können überall einmal abbeißen. Es geht um Street Racing, Offroad, Pro Racing, Freestyle. Wir können mit jedem eine Testfahrt machen oder von mir aus mit allen. Wähl einfach, womit du anfangen willst und los. Herzlich willkommen zur Motor Nation. Wir haben jetzt 4 Möglichkeiten, die Sache ins Rollen zu bringen. Es ist deine Wahl. Womit sollen wir anfangen? Also ich muss echt sagen, das schaut gut aus. Nur was mir jetzt bei der Map, das ist mir damals, wo ich auf YouTube schon Videos angeschaut habe, aufgefallen ist, gibt halt hier diese großen Städte immer hier zwischen, sind kaum Ortschaften. Da ist meine oder da ist meine. Sonst beziehe ich eigentlich hauptsächlich auf die großen Städte. Ich fange mal hier mit Street Racing an. Ich weiß jetzt leider auch nicht, wie lange ich schon aufnehme. Aber ich würde sagen, ich beende das Video jetzt hier einfach mal kurz. Weil ich muss jetzt auch noch was machen. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal ein Video von der Crew 2 hochlade, von der Beta, aber ich würde sagen, einfach, ihr zockt es einfach alles selbst. Die ist gratis. Am PC lädt man die über Uplay runter. Und auf der Xbox einfach über den Xbox Store. PS4 weiß ich nicht, habe ich nicht, aber wahrscheinlich auch einfach über den Store. Vielleicht kommen noch weitere Videos. Wahrscheinlich, aber eher nicht. Weil das, obwohl, ja, wir schauen einfach mal. Danke auf alle Fälle fürs Zuschauen. Das war jetzt vielleicht nur ein paar Minuten Video. Und wir sehen uns vielleicht im nächsten Crew-Video oder in einem Rainbow-Video oder schaut auch meine Carpons an. Da werden aus der Crew, wenn es geht, auch welche natürlich kommen. Und dann sage ich ciao, servus.